Schönen guten, meine Lieben. Da sind wir wieder hier mit der Runde Life is Fuel und ich habe ein bisschen was vorgearbeitet, damit wir jetzt auch mal ein bisschen was sehen können. Zum einen habe ich losgelegt, dass wir hier diesen Ofen hier benutzen können. So heißt das Wort. Genau. Da habe ich auch schon Kohle gemacht. Haben wir letztes Mal gemacht, ne? So, und jetzt kann man nämlich hergehen. Und mit diesem Ofen das Eisen hier schmelzen. Genau, das wollen wir auch tun. Ich gehe mal auf den großen Berg hier und dann werde ich hier mal eben, sofern mich der Baum lässt, natürlich Landschaftsbau, Boden absenken. Das werde ich jetzt ein paar Mal machen, damit wir ein bisschen Eisen im Inventar haben. Genau, dann habe ich hier noch was hochgebracht und zwar die Landwirtschaft. Die brauchen wir nämlich auch. So, ich habe jetzt hier das Eisen runtergeholt. Das sind 30. Wir können, glaube ich, gerade 80 in den Ofen rein tun. Ich werde noch mal eine Runde wegnehmen. Das müssten ja dann 80, 80, 160 meistens. Da wollen wir mal gucken, ob wir da rauskommen. 120, 150, nö, tun wir nicht. Schade. Aber ich werde trotzdem noch einen runternehmen. Eine Schippe. So, haben wir 165. Okay, das lassen wir gelten. So, dann gehen wir hier runter. Dann können wir. Wir sind natürlich jetzt schwer überladen, ist ja klar. Hier machen wir das Ganze schmelzen, schmelzen, verwalten. So, dann tun wir unser Eisen rein. Da macht man mit Shift und Rechtsklick, kann man dann sowas hier aufmachen. Dann haben wir hier 73, 80. Okay. Also 80, weil hier oben nur noch, weil hier oben schon 20 drin sind, nämlich Kohle. Und dann halt 80 Eisen, dann haben wir hier 100 von 100. So, dann schmeißen wir das ganze Ding an. Werden natürlich den Blasebalg benutzen, weil wir Temperatur brauchen. Ne? Wir brauchen Temperatur hier. 150, 1500 meinte ich natürlich. Darauf gehen wir jetzt hoch. Wunderbar. Dann lassen wir das ein bisschen blubbern. Zeitgleich könnten wir hier nochmal eben ranmachen, weil ich da nämlich schon mal ein paar Holzscheite gemacht hatte, damit wir wieder ein bisschen Kohle bekommen. Machen wir das Ding auch mal eben hoch, damit wir da Kohle rausziehen können nachher. Das wäre nicht schlecht. So. Und dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt kocht hier das Eisen quasi. Das kocht. Und dann habe ich festgestellt, habe ich unsere Landwirtschaft ein bisschen höher gemacht. Das bedeutet, wir können jetzt Äpfelbäume pflanzen. Und das wollen wir auch ganz schnell machen, weil sonst gehen so irgendwann hier das Essen aus. Und da würde ich ja mal fast sagen, ich habe ja hier diese schönen Bäume gefällt. Und deswegen werde ich den mal ganz schnell entwurzeln. Entwurzeln. Also vielleicht kommen wir hier irgendwann mal in Bedrängnis, weil wir hier noch ein bisschen Platz brauchten. Aber ich werde jetzt erstmal den Apfelbaum hier hinstellen. Das ist jetzt nicht das Problem. Weil ist das Lehm da? Habe ich da Lehm hingeschüttet? Ne, der Lehm liegt woanders, ne? Den liegt doch da, oder nicht? Da vorne liegt der Lehm, genau. Okay, hier ist Waldboden, das heißt, hier ist schöner Waldboden. Dann können wir hier Landwirtschaft machen und Apfelbaum pflanzen. Zack. Jetzt pflanzt er uns einen Apfelbaum dahin, weil wir den im Inventar haben, ist ja klar, ne? Freunde der Sonne. So. Zack, da steht er. Wunderbar. Welche Qualität hat er jetzt? Hier muss man eben nachschauen. Fällen, Forstwesen, Baum untersuchen. Der hat jetzt eine Qualität von 47. Okay. Ist nicht so schlecht, das dauert aber Ewigkeiten, bis der mal wächst. Zwischendurch wollen wir mal kurz, was heißt Ewigkeiten, ne? Das dauert halt ein bisschen, ist ja logisch, ne? Jetzt werden wir das Schmelzen nochmal verwalten, weil ab und zu geht die Temperatur runter, da müssen wir aufpassen. Und wenn das hier natürlich auf voller Temperatur ist, wollen wir natürlich unsere Sachen daraus ziehen. Wir brauchen noch ein Werkzeug. Oh Scheiße, du, das habe ich ja fast vergessen. Oh Kacke, nee, da müssen wir jetzt mal hinmachen hier. Holz fällen oder was. Einen Ast abbrechen. Komm, brech mal einen Ast ab. Scheiße, du. Hoffentlich brauchen wir nicht noch Steine oder irgendwas. Dann kommen wir aber jetzt in Schwulitäten hier, du. Könnte nämlich gut sein. Oh, Kacke. Einen nehme ich noch. Einen nehme ich noch. Einen nehme ich noch. Einen nehme ich noch. Komm, schaffen wir das. Gut. Kann man jetzt hiermit schon. Oh, ich habe es voll vergessen. Um das schmelzen zu können und so weiter, braucht man natürlich so ein primitives Schmelzdingen. Jetzt brauche ich natürlich zwei Steine. Ist ja geil. Ach, du Kacke-Arsch. Wo kriege ich jetzt einen Stein her? Auf die Schnelle. Da. Low Forest Low. Warum bin ich denn so schwer eigentlich? Oh ne, das wollte ich nicht.
Wir kriegen jetzt einen Stein hier. Schnell mal Stein holen hier. Oh, scheiße, ey. Leute, jetzt bin ich wieder in Schwulitäten, du. Ich brauche dafür natürlich eine Spitzhacke erstmal. Da werde ich mal das Schüppchen wegtun. Ich habe zwei Spitzhacken gleich gemacht, damit ich nicht ewig eine neue brauche, ne? Ist ja klar. So, hier werde ich jetzt mal eben schürfen. Ne, gehen wir hier hin, so. Landschaftsbau muss ich machen, ne? Landschaftsbau, beobachten, Stollengraben. So, bauen wir mal schnell einen Stein aus. Einer reicht mir schon. Danke, reicht. Oh, ne, danke nicht. Danke, so, 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 so. Schnell wieder da runter. Um das Eisen zu schmelzen, braucht man natürlich so einen Schmelztiegel. Sag ich mal, ne? So nennt man das. Das brauchen wir natürlich, um das da rauszuziehen. Sonst können wir das nicht machen, ne? So, das machen wir uns auch schnell, das Gerät. So, hier, zack. Ein primitives Werkzeug hätte ich ganz gerne. Dann hier den primitiven Schmelztiegel herstellen. Genau. Gut, haben wir. Da ist das Ding. Den können wir uns mal eben ausrüsten. Auf die Sichel hier, würde ich sagen. Zack. So, dann können wir mal in den Ofen gucken. Na, willst du wohl? Nein, nicht den Blasebalg verwenden. Schmelzen, verwalten. Aber ich glaube trotzdem, dass das gar nicht mal übel war, weil die Temperatur nämlich runtergegangen ist hier. Und hier brauchen wir ordentlich... Da brauchen wir noch ein bisschen Dingens hier, ne? Ja, gucken wir hier rein. Wo ist es denn? Hier, Brennofen bedienen. Genau, und hier können wir jetzt rausziehen. Ist das rausziehen? Ja. Ladung Holzkohle, bitte. Aus... automatisch rausziehen, das Ganze. So, jetzt klicken wir nochmal drauf. Nochmal herausziehen, ob da noch was drin ist. Ist nichts mehr drin. So, aber hier haben wir gesehen, brauchen wir Kohle. Das, wir haben jetzt eine Ladung rausgezogen. Schmelzen, verwalten. Boah, ey, das geht so schnell, ne? Hier habe ich 40 Kohle, seht ihr? So, jetzt könnte ich hier wieder ein bisschen was an Kohle rein tun, ne? Ich nehme mal 10 weg. 10, komm, 10. 10, ah, 10, danke. 10 Kohle, wie, was haben wir denn da? Qualität 15. Wir hatten vorher Qualität 10. Okay, sind schon mal 5 mehr, ne? Das Eisen ist auch gleich heiß. Das heißt, wir können uns schon mal ordentlich was rausziehen da. Was gut ist, was gut ist. In der Zeit, wo das heiß wird, tue ich mal eben nochmal die Steine wegschmeißen. Ganz schnell. Die schmeiße ich jetzt einfach mal hier hin. Automatisch raus damit. Und, na, die auch. Komm hier. Leg die miteinander so, zack, raus damit. So, dann haben wir die schon mal raus, weil wir haben ja gleich wieder ordentlich Gewicht durch diese ganzen Sachen hier. Schmelzen, verwalten. Ist ein bisschen chaotisch gerade, ne? Herausziehen hätte ich dann ganz gerne. Die Eisenplatten brauchen wir, glaube ich, zuerst mal. Automatisch herstellen. Es soll später so eine Art Minispiel werden, ja, je nachdem. Also deswegen kann man das automatisch herstellen, aber zu einer geringeren Qualität dann. Wenn man das dann selber macht, durch irgendein Minispiel, so soll es sein, ist noch nicht raus, wie das aussehen wird, dann umso besser man das Minispiel spielt, umso besser wird die Qualität dann. Blablabla. So ist das halt. Und hier ziehen wir jetzt den ganzen Barren raus, seht ihr? Da haben wir schon mal Qualität 27, 28, das wird halt immer besser auch, ne? 29, sehr schön. Also werden jetzt das ganze Eisen, was da drin ist, rausziehen mit dem, hier solche Barren. Solche, nicht Barren, sondern Platten. Platten sind das Wichtigste, was man da gebrauchen kann. Ja, wollen wir mal schauen. Ich kann jetzt hier mit Alt und da drauf klicken, kann ich alle zusammenführen, die ich im Inventar habe. Das geht dann zwar die Qualität insgesamt runter, ne, wisst ihr ja. Aber hier haben wir jetzt 31, ne. Die besten, die wir gemacht haben, genau. Und das ist 27. So, zack, dann haben wir jetzt auch noch 27. Okay. Aber selbst das wird ja dann irgendwann noch höher, wenn wir hier jetzt ewig die 30er drauflegen. Wäre also nicht, ist also nicht so schlimm. Wir machen aber jetzt erstmal ein paar Platties hier fertig. Weil wir müssen noch was ganz Wichtiges damit bauen. Später. Also, was heißt später? Demnächst. Nämlich, wir brauchen ja noch einen Amboss und eine Schmiede, ne? Wir brauchen, müssen wir ja haben, sonst können wir ja mit dem Eisen nichts machen, ne? Müssen wir uns auch alles bauen, ja. Und das ist auch sehr interessant, weil man diesen Amboss, um diesen Amboss herzustellen, muss man natürlich erstmal eine Form machen.
Ich werde nochmal reinschauen, ob wirklich alles raus ist. Ja, ist alles raus. Dann können wir hier auslöschen. So, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Kohle. 11. Da, dann gibt mir nochmal hier von 9. 9. Zack. Die tue ich da mit drauf. Zack. Dann haben wir 20. Dann können wir nächstes Mal wieder... Oder sollen wir das jetzt machen? Ich will die jetzt nicht alle mitschleppen, Mister. Weil sonst habe ich nämlich ein Problem. Und die wiegen ja auch was, ne? Die wiegen ja hier 20 Steine immerhin. Also 20 Einheiten hier. So. Bin ich mir noch nicht ganz klar darüber, wie ich das machen soll, ne? Aber zum Verständnis. Wir brauchen eine... Wir können übrigens auch wieder ein paar neue Sachen bauen hier, ne? Habe ich festgestellt. Wenn man jetzt hier auf Baustoffverarbeitung geht, herstellen. Hier können wir schon mal eine Fachwerkhütte bauen. Oder eine Holzhütte. Das können wir schon mal machen. Also können wir schon mal... Ja, wir machen jetzt alles so mit und mit, ne? Es geht jetzt vorwärts. So, dann können wir hier auf Zimmern gehen. Da können wir schon einen Backofen bauen und eine Esse und einen Amboss. Das brauchen wir als dringendst. Und hier gibt es auch schon viel, viel mehr Sachen, seht ihr ja. Hier können wir eine Feuerschale machen zum Beleuchten und sowas alles, ne? Flechtzaun, Zäune und wir können auch Leder gerben später und sowas alles. Eine halbe Holztreppe, ein Holzbergfried kann man machen. Holzzäune, Holztore und den Hühnerstall, wo wir natürlich haben, demnächst mal irgendwann. Da müssen wir aber das Zimmer noch ein bisschen aufleveln. Einen Kräutergarten können wir hier machen. Ach du Scheiße, das wusste ich ja. Es gibt auch viele Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Da kann man sich mit Palisaden einzäunen hier. Halt im Multiplayer, damit man da nicht ewig alles zerstört findet. Reitplatz kann man machen. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ihr seht ja, hier sind noch mehr Sachen. Dann gibt es die Apotheken und weiß der Geier. Hier gibt es so viel, Leute. Hier gibt es wirklich so viel. Und hier kommen wir dann später ins Burgenmenü. Da sind dann halt alles diese Burgmauern und Türme und alles, was man so braucht für eine Burg. Springbrunnen, naja, wisst ihr schon mal Bescheid. Jetzt bin ich immer natürlich wieder voll aus dem Konzept. Wir wollten eine Esse und einen Amboss bauen, genau. Wo bauen wir das Ding hin, ist die große Frage gerade, die ich mir stelle. Denn das braucht zwei Plätze, ne? Ja, ja, wie sieht's denn hier aus? Können wir hier nochmal einen gerade machen, damit wir hier vielleicht was hinstellen können? Mal gucken. Bauplatz, na, ich sehe natürlich nichts. So, das ist 5,6, 5,6, 5,5. Das ist gar nicht mal so übel, ne? Also könnte ich doch hier was wegnehmen. Genau, das machen wir auch. Landwirtschaft, ne, Landschaftsbau, Boden absenken. Ich brauche eine Schaufel, ist ja klar. So, hier kommen wir her. Schaufel ran. So, das war das. Ne, falscher Knopf. Ich drücke immer falschen Knopf, wisst ihr. So, dann hier nochmal das Ganze. Landschaftsbau, wo ist er? Da, absenken. Einen runter. Ich bin natürlich ganz schön überladen hier. Landschaftsbau beobachten. Nee, planieren. Danke. So, jetzt haben wir den auch planiert. Schon mal schön, du. Jetzt ist die Frage, ne? Schütten wir hier einen auf. Hier haben wir den Lehm, den brauchen wir auch gleich noch. So, und da war auch noch mal so ein Sechser oder was. Da müssen wir auch noch mal einen runter. Landschaftsbau absenken. Gut, gut. So, ein abgesenkt und auch planiert nochmal gleichzeitig. Wo ist er denn da? Planieren, das Gerät. So, jetzt könnten wir hier, jetzt könnten wir hier. Das würde vielleicht doof aussehen, aber wir machen es einfach. Wir werden es einfach tun. Wir werden hier jetzt hingehen und sagen, Zimmern. Es war bei Zimmern, glaube ich. Genau, Esse und Amboss wollen wir bauen. Da ist das gute Stück. So sieht das Ding aus. Jetzt kann man hergehen. Man könnte natürlich auch das andersrum drehen. So. Einfach so daneben stellen, ne? Warum nicht? So. So würde das Ganze aussehen. Wir klicken hier jetzt auf Bauen einfach. Zack. Knallen wir das Ding dahin. Wunderbar. Damit wir auch unser Eisen schön verarbeiten können und bessere Werkzeuge und sowas alles herstellen können. So, jetzt haben wir natürlich unser Schild hier wieder, ne? Ist ja klar. So, dann wollen wir hier nicht einreißen, sondern zimmern, ne? Da brauchen wir 20 Lehm, 160 Steine, einen Amboss und Formsteine. Formsteine macht man aus Steinen, ja. Die muss man dann zurecht hacken. Das werden wir auch noch, da werden wir alles noch sehen, ne? Aber Leute, ich bin schon wieder am Ende. Das ist eigentlich kann man viel zu wenig zeigen hier für die
ganze Sache. Ja, ich lädt jetzt, ich lade, ich lädt jetzt, ich lade jetzt hier ein bisschen Eisen rein, damit ich hier nicht so schwer bin. Wo ist denn mein Eisen? Wo sind denn meine ganzen Eisendinger? Da. Die kann ich hier reinlegen. Seht ihr, ist das alles nicht so schwer und das tue ich auch mal hier rein noch. Damit ich nicht so schwer beladen bin einfach, wisst ihr? Und das, ja, das wird wohl nicht reichen. Das ist nicht schlimm. So, also um den Amboss herzustellen, braucht man Eisen. Ist ja irgendwo logisch, ne? Das werden wir alles machen, aber erst in den nächsten Folgen. So, und hier schütte ich jetzt nochmal eben mein Zeug aus, damit ich einfach nicht so schwer bin. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und da werden wir uns dann mal drum kümmern, dass wir mal sehen, ne? Vielleicht schon mal so eine Form für einen Amboss bauen oder so. Also, bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.